So, willkommen zurück zu Resident Evil 4 und Controller, bitte bleib verbunden. Danke. Letztes Mal hat uns Ada das Leben gerettet. Und ja, wir haben Ashley wieder. Und ich glaube, wir nähern uns langsam, ja, fast schon dem Finale. Also viel kommt jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt quasi im, ja, würde sagen, schon im letzten Gebiet des Spiels. Also letzten paar Räume. Und welcome. Zu der Cutscene will ich mich jetzt gerade nicht weiter äußern, es sei denn, na, obwohl, nein. Nein, dazu werde ich noch nichts verraten. Das werdet ihr erst im Verlauf des Spiels dann sehen. Beziehungsweise, ja, ihr werdet es im Verlauf des Spiels dann sehen. Was machen wir noch? Jetzt haben wir eigentlich alles auf Feuerkraft hochgetunt. TMP. What are you selling? Jetzt konnte ich mir natürlich die Augen fürs New Game Plus sparen, deswegen nehme ich den Perlenhänger, der bringt nochmal viel Geld. I'll buy it. Thank you. Ich glaube, das Goldanreif, das will ich lieber noch sparen. Aber jetzt letzten Markt, kann ich verkaufen. Thank you. Was können wir denn noch tunen? 21.000 haben wir. Die Blacktail werde ich jetzt sowieso nicht mehr so wirklich brauchen. Kapazität, nein. Striker, ja, ich würde sagen, wir machen mal die Striker-Kapazität nach oben. Ne, ihr seht, auf Ladegeschwindigkeit, die war mir egal, also braucht man jetzt nicht unbedingt so wirklich. Ich habe es jetzt auch ohne groß Ladegeschwindigkeit geschafft. Louis Notiz 5. Vom Beginn an der Forschung an haben wir nach einer Methode zur Sicherung und Praktikantenbeseitigung des Plagers gesucht. Ironischerweise hat sich herausgestellt, dass es bei dieser Forschung nicht um die Beseitigung des Plagers aus dem infizierten Körper ging, sondern darum eine Methode entwickeln, die das Entfernen verhindert. Schließlich fanden wir heraus, dass die Plagers entfernt werden können, wenn man sie bestimmter Bestrahlung aussetzt. Der einzige Nachteil dieser Methode ist, dass sie sehr schmerzhaft ist, da die Plagers sich an die Nerven haften, besteht das Risiko, dass das Bewusstsein des Wirts dadurch beeinträchtigt wird. Ein weiterer erwähnenswerter Fakt ist, dass die Prozedur den Wirt töten kann, wenn die Plage das erlöste Stadium erreicht haben. Wenn man Alternative überlegt, ist das aber vielleicht gar nicht so schlimm. So. Haben wir denn, nee, wie ich sehe, haben wir jetzt keine Schätze mehr in der Gegend. Aber zwei von diesen typischen, das gefällt mir jetzt eher weniger. Oh! Scheiße. Der kam jetzt ein bisschen zu schnell angerannt. Der andere wird mir gerade ein bisschen sehr gefährlich. Ach du Kacke! Ich bin manchmal echt froh, dass die Hitbox sehr sozial gehalten ist. Von den Gegnern. Ja, ihr seht schon, das Spiel packt nochmal alles Mögliche aus an verschiedenen Gegnern. This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. Sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. Ah!
How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right. Guess I'm up. You okay? I don't know about you, but I think it's time we go home. Tja, und das war das Ende vom Kapitel. Nun das letzte Kapitel. Ja, da wurde schon verraten, es ist, wie ich schon sagte, das Grande Finale. So, kann ich denn nochmal zurück durch die Tür? Oder? Ja gut, das geht. Weil hier waren nämlich noch, glaube ich, Sachen, die ich gern nehmen würde. Da muss ich sogar lang, oder? Ja, ich glaube, ich muss hier lang. Ja. Okay, gab es da noch was im Raum zu finden? Prüfen, das brauche ich nicht mehr, verwendet zu werden. Hinten vielleicht. Ja, vielleicht hier hinten irgendwas Besonderes. Nochmal ein gelbes Kraut, nochmal Gewehrmunition. Unsere Aufgabe. Die Macht der USA ist auf drei Gebiete verteilt. Das Justizministerium, die Verwaltungsorgane und das Militär. Um die Macht zu gelangen, müssen wir Los Milanos zuerst die Ratgeber des Präsidenten beeinflussen. Sollten die USA unter unserem Plan kommen, wäre der Schaden gering. Wir wären noch immer in der Lage, das Land wie geplant zu vernichten. Wir machen uns die Nationalität ihrer Macht zunutze. Nur da werfen die ganze Welt. Falls unser Plan doch nicht so reibungslos läuft, wie erwartet, kommt Plan B zum Einsatz. Wir vertreten die USA mit unseren infizierten Leuten. Angst und Chaos werden sich wie ein Virus verbreiten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Land seine Stabilität verliert. Und wenn es am schwächsten ist, werden wir aktiv. In beiden Fällen kann uns niemand davon abhalten, die Welt zu beherrschen. Ja. Wie gesagt, das klingt ganz nach Terroristen. Und wisst ihr was, Leute, im Grunde ist es das auch. Es sind Terroristen. Anders kann man das nicht beschreiben. Mit einer ziemlichen Invasion. Nämlich durch diese Las Plagas. Ich sehe es hier nur ein Händler. Ach, Moment, das ist der Raum, wo wir gerade waren. Ja, ich könnte jetzt was über den Raum sagen, aber ich werde es mal noch nicht tun. Ich werde mich da gegen Ende des Spiels zu äußern, zu diesem Raum. Ist hier irgendwo eine H für Händler? Also muss hier irgendwo noch ein Händler sein. Wo hier? Da hinten. Also da ich die Goldarmreife noch habe, würde ich mal meinen, dass ich irgendwo, na, ich glaube, ne, ist blockiert. Oder Moment mal. Ach so, der ist woanders. Dieser Händler ist woanders, der ist nämlich weiter oben. Das habe ich nämlich gerade gesehen.
Da bist du. Ja, wir stehen vor dem letzten Kapitel, Leute. Unsere letzte finale Aufgabe. Wollen wir mit ihm reden? Vielleicht hat er noch etwas Besonderes? Got a selection of good. What are you selling? What are you buying? What are you buying? Ich glaube immer noch, dass er die First Aid Sprays erst verkauft, wenn man ja wirklich keine mehr hat. Come back anytime. Das erscheint mir jetzt eigentlich logisch. Something's not right. Ashley, you stay here. Ada! Better try a new trick, as that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Sperren. Ja, darf ich vorstellen, Settlers finale Form. Ach. Vergessen, dass er das auch noch macht. Egal, wir haben genug Heilung bei uns. Kommt ein bisschen zu nah. Heilen. Ja, wunderbar. Hau mir noch aufs Maul. Ja.
stimmt, so konnte man ihn gut treffen. Ach fuck, ich wollte das Explosionsfass treffen. Ich weiß gerade nicht, wie oft man das machen musste mit dieser Phase. Zack. Ja, wie oft musste man es eigentlich machen? Kommt bald nächste Phase oder hat das jetzt die ganze Zeit gemacht? Ah, Mann! Betäuben musste man noch vorher. Ach, scheiße. Wo ist denn hier? Von Ada das. Ach so, der anderen Seite. So, Spezialraketenwerfer. Jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen anders einrichten. Das kriegen wir schon hin. Ich glaube, dieses Ding kann nämlich Settler one-shotten. Ach verdammt, das ändert sich ja, stimmt. Du Arschloch.
verdammt, da muss ich ihn treffen jetzt an der Seite. Oh, Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht geht's ja, wenn ich ihn jetzt zum Teil locke. Und dann... So, jetzt ist er betäubt. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Gotta go. If I were you, I'd get off this island too. She really pushed it. Here, catch. Better get a move on. See you around. Very cute. Ada's Humor, Jetkey-Schlüssel. Und die Schlösser werden aufgeschlossen. Oh ja, und das Wasser hat wir auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt müssen wir die Beine in die Hand nehmen. Zum letzten Abschnitt des Spiels. Und in dem Fall werde ich die Folge sogar ja, etwas lang halten. Also auf eine circa halbe Stunde oder so. Denn es kommt wirklich nicht mehr viel. Jetzt müssen wir noch eine Passage schaffen. Und wenn wir das jetzt geschafft haben, dann... Ja. Dann haben wir es geschafft. Deswegen werde ich hier jetzt keinen Cut machen, sondern werde versuchen, diese Passage jetzt noch zu schaffen. Wir sollten rennen, was das Zeug hält. Können wir eigentlich noch was finden? Nee. Wir haben auch keine Zeit mehr zum Nachschauen. Wir müssen einfach einen Jetski für Schüsse verwendet. Hang on, sweetheart. Ja, im Prinzip dürfen wir jetzt nichts berühren. Wir müssen dem mit dem Ausweichen. Ach ja, dürfen aber auch nicht zu schnell sein. Hang on, sweetheart. Okay, letzte Passage. Wenn wir das jetzt schaffen, diese Passage, dann haben wir das Spiel durch. Dann haben wir Resident Evil 4 durchgespielt. Ah, ich glaube, man muss tatsächlich auf dem Stein... Ja, ich glaube, der Stein muss sein. Der Stein muss sein. So, das kriegen wir hin. Da brauche ich keine neue Folge für. Hoffentlich. Just
Ja, Phase 2. Jetzt kam nämlich noch so ein Bombenhagel. Und noch so ein Krimskrams. Ah, ich war zu langsam. Fangen wir jetzt von vorne an, oder? Ja, ganz von vorn natürlich. Hang on, sweetheart. Oh, come on. Das ist die letzte Passage des Spiels. Der letzte Abschnitt. Aber ich sagen muss, die Jetski-Passage ist echt geil gemacht. Oh Gott, das war knapp. Oh. Oh, fuck. Mann, da vorne war das Ziel. Scheiße, ich hätte es fast geschafft. Come on, come on, come on. Okay, jetzt die Rampe. So, Passage 2. Ich muss hier wirklich brettern wie eine besenkte Sau. Wieso bin ich da zu langsam? Wohl ist es, weil ich da vielleicht einlenke. Hang on, sweetheart. Ah, das geht jetzt schon länger, als ich eigentlich wollte. Ja, wisst ihr warum? Ich habe gerade nach rechts gedrückt und er hat nichts gemacht. Och ja, Mann, Schnauze. Entschuldigung, aber... Wieso klappt der Abschluss nicht? Hang on, sweetheart. Och, come on, auf die letzten Minuten. Muss da nicht sowas noch sein? Man muss sagen, es ist eine geile Art zu fliegen. So mit dem Jetski und der Welle hinter uns nochmal. Ja, das bringt auch nichts. Weil so wie ich da einlenke, bin ich zu langsam. Oh Mann. Oh, come on, Mensch. Nicht so schwer sein.
ist da. Andere Seite. Beschleunigen mal zu. Das war knapp. Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Tja, ja. Da wollte sich schon die gute Ashley, ja, wieder sozusagen ein bisschen verabreden mit Leon. Tja, und das war Resident Evil 4 im HD-Design von der Xbox One. Eine Art neues Resident Evil damals. Und man merkt hier schon, es war schon sehr, sehr, ja, es war teils actionlastig, aber teils war der Horror auch noch gut vertreten. Also es war ein bisschen umstritten, das Spiel. Aber es ist auf jeden Fall lohnenswert. Aber man muss halt damit leben, dass es nicht mehr ganz das klassische Resident Evil ist, was man damals erlebt hat. In Resident Evil 1, 2, 3 und so. Die Story drumherum ist echt genial. Kann man nicht anders sagen. Dieses Beschützer-Feature. Richtig cool. Im Background sehen wir jetzt nochmal das Dorf. Das ist eine Geschichte. Dann kamen die Männer halt, die halt, ja, die Las Plagas verbreitet haben und die Spritzen. Tja, damit fing der ganze Ärger an. Man merkt schon, es handelt sich hier nicht mehr wirklich um ein Virus, sondern um einen Parasiten, der, wenn er schlüpft, richtig gefährlich wird. Und ihr seht schon, da sind schon die Ganados. Das sind ja diese Art von Zombies. Das quasi im Background, was wir gesehen haben, auf den Bildern, das war, ja, nochmal die Geschichte, wie es halt dazu kam, dass das ganze Dorf und so weiter infiziert wurde. Von den Las Plagas. Musikalisch sehr gut gelungen. Die Musik baut eine faszinierende Atmosphäre im Spiel auf. Das fand ich echt ultra geil. Das Zielsystem anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man schon mal Revelations gezockt hat und so, dann ist man es ja ein bisschen schon gewöhnt. Für mich war es ein bisschen ungewohnt, weil ich habe vor dem GameCube ein bisschen geprobt. Das war jetzt halt die Xbox One-Version. Und ja, ich komme ganz gut damit klar. Unterdessen habe ich auch schon ein bisschen mit einem Together-Partner Resident Evil 5 geprobt. Das proben wir gerade, ja, offscreen, den Run auf normal. Sind auch schon ganz gut weit gekommen. Also das Spiel geht gut voran. Und das wird wie geplant als Together erscheinen. Allerdings
wird es... Ja... Ich sag's mal aktuell nicht auch schwer kommen, weil das soll wirklich bestialisch schwer sein und irgendwo hat jeder auch seine Grenzen. Und ich werde jetzt hier bei dem Teil, bei dem vierten Teil, schwer trainieren. Die sind vielleicht nach den Figuren sehr frei von Erwähnlichkeiten, nachdem, naja, bla bla bla. Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. Hunnigan und Leon. Werden später auch nochmal, ja, ein gutes Pärchen, die zwei. Ja, Auftrag ausgeführt. Trefferquote 74%. Ja, damit bin ich recht zufrieden. Verloren Leben 66. Und die Zeit ist halt ja wegen dem Rennen. Das ist im Grunde egal. Datenbestenliste abgleichen. Na ja, gut, können wir mal einen Blick drauf werfen, wo wir denn jetzt stehen auf der Bestenliste. Jetzt kannst du den Endloswerfer und die Mathilda vom Händler kaufen. Speichern. Ja. Letztes Kapitel. Ja, das kann gesaved werden. Abgeschlossenes Spiel. Nur ist die Frage, ist jetzt eigentlich der Modus schwer von... Wir haben Separate Phase, wir haben Sigmund Ada, The Mercenaries und einen Filmbrowser. Der Filmbrowser, das ist, ja, da können wir uns die Cutscenes da mal angucken. Was gab's in Mercenaries, ach ja, den Mercenaries, das, wenn der Wunsch besteht, dann kann ich ja solche Sachen nochmal, ja, extra nochmal zeigen. Separate Phase, das ist eine sehr interessante Sache. Separate Phase ist nämlich das Ganze mit Ada. Und ich kann euch sagen, dieser Modus, ich habe an diesem Spielmodus sehr, sehr lange gesessen. Als ich den zum ersten Mal gezockt hatte. Den würde ich aber, glaube ich, erst machen, wenn ich den Modus schwer habe. Haben wir jetzt eigentlich Modus schwer? Normal? Ja, wir haben jetzt den Profi-Modus dazu bekommen. Und diesen Modus werde ich erst einmal trainieren, sag ich mal. Denn dieser Modus ist wohl auf New Game Plus ausgelegt und ziemlich hardcore. Ja, dies wird eine 40-Minuten-Folge. Ich werde das dieses Mal nicht auseinanderschneiden. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Resident Evil 4. War denn auch sonst was Neues? Extras habe ich jetzt gezeigt und so weiter, was es ist. Zum Besten ist und so weiter. Ja, da ist halt jetzt noch die ganze Rangliste. Wobei ziemlich weit, ganz, ganz weit unten stehen. Aber gut, ich würde sagen, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.